Guck mal, Peach, follow my weekend. Hi zum letzten Vlog des Jahres. Wobei, ihr seht es schon im neuen Jahr. Also, Happy New Year. Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch allen. Und ich wollte mich nochmal bedanken für das letzte Jahr. Es war ein Hin und Her, sag ich mal, ein Auf und Ab. So wie das Leben eben spielt, ne? Aber da ist es wieder. Die Leute, die immer nur so ein Wort schreiben. Oh mein Gott. Echt nur. Okay. Jenny. Du. Tschüss. So. Gleich gehe ich hin. Ich wollte euch noch sagen. Was wollte ich sagen? Ach ja. Ja, vielen Dank für eure Unterstützung. Trotzdem. Was heißt trotzdem? Danke für eure Unterstützung 2017. Für mich war das Highlight auf jeden Fall, wie ihr wisst, Yummy Kitchen, das war das, worauf ich sehr lange hingearbeitet habe und was sehr, ja, wo ich einfach meine ganze Energie reingesteckt habe letztes Jahr und ich bin so froh, dass es euch gefällt und dass ihr auch zu den Signierstunden gekommen seid und das war echt so mein Highlight, mein persönliches Highlight einfach 2017. Ja, alles andere scheißegal. Was ich noch sagen wollte, apropos, Vorsätze und so weiter. Vorsätze oder Ziele. Boah, ich brauche meine Hände, um zu reden. ich meine, ich habe auch Ziele natürlich. Vorsätze nicht unbedingt, weil ich weiß nicht, ich halte nicht so viel davon. Ich habe das erst letztes Jahr das erste Mal gemacht. Ich bin froh, dass ich mal einen Vorsatz gehalten habe, der hieß ja Sport. Habe ich bis jetzt durchgehalten. Ich fühle mich gut, ich fühle mich fit oder fitter. Es könnte immer noch besser sein. Natürlich, es kann immer besser sein, aber es ist soweit so gut und ich habe es durchgehalten. Das war das Wichtigste. Don't quit! Aber was ich sagen wollte, wegen Vorsätzen, das ist halt immer so ein Ding, irgendwie die meisten Leute brauchen irgendwie was Besonderes, ein Zeichen oder so, wo man sagt, ja, zu meinem Geburtstag werde ich das und das machen oder nächste Woche oder nächsten Monat oder zum Jahresanfang eben. Der richtige Zeitpunkt ist immer jetzt. Klingt doof, ist so. Wenn ihr schon bereit seid, wenn ihr schon darüber nachdenkt, etwas zu ändern, ist einfach jetzt und nicht der Jahresbeginn oder der nächste Monat oder bla bla bla. Wenn ihr bereit seid, wenn ihr darüber nachdenkt, dann tut es einfach jetzt. Nicht morgen, nicht in einer Woche, sondern wenn ihr es machen wollt, dann tut es jetzt und verarscht euch nicht selbst. Das ist das Allerwichtigste. Seid immer ehrlich zu euch selbst und liebt euch. Das ist Number One, sage ich euch. Und dann kommt der Rest. Ach ja, und wenn ihr es verkackt, nicht traurig sein, denn der Weg ist das Ziel. Es ist wirklich so. Hauptsache, man hat sich darüber Gedanken gemacht und hat es versucht. Man darf nie auch zu streng zu sich selbst sein. Natürlich, ein bisschen Disziplin gehört irgendwie dazu, zu allem, um etwas durchzuziehen. Aber nicht zu streng sein. Ich meine, immer dieses nur so oder nur so und anders geht's nicht, bla bla bla. Das ist nicht, ich finde, solange man etwas versucht und sich darüber Gedanken macht, das ist schon sehr, sehr viel wert, schon mehr als viele andere es tun, die überhaupt gar nicht über etwas nachdenken und einfach nur ihrem Ablauf so weitergehen. Es ist doch schon cool, dass ihr euch Gedanken macht über euch selbst, denn wie gesagt, das Wichtigste seid ihr selbst. So, ich bereite jetzt schon zwei Sachen für morgen Silvester vor. Wir machen jetzt ein Buffet. Genau, dieses Jahr sind wir hier übrigens. Und ich mache aus meinem Buch das Tiramisu Schokoladentorte. Und zwar mache ich daraus Cake Pops. Meine ersten Cake Pops. Hoffentlich wird das was. Genau, dieses Jahr ist alles anders, wie ich schon das letzte Mal gesagt habe. Wirklich alles anders. War Heiligabend, waren wir nur zu zweit. Das sind wir eigentlich nie. Eigentlich sind immer meine Eltern da. Dann Weihnachten machen wir eigentlich immer ein großes Dinner zu Hause mit so einem richtigen Menü. Das war immer so unser Ding, Tradition. Aber dieses Jahr wurden nur Traditionen gebrochen. Also wirklich, ja. Dieses Jahr wurden nur die Traditionen gebrochen. Wir waren nämlich auswärts, wie ihr gesehen habt im letzten Vlog vielleicht. Es war ganz gut. Also es war echt gutes Essen da. Ich hatte doch auch mehr Auswahl, als ich gedacht habe, was sehr gut ist natürlich. Aber ja, selbst gemacht ist natürlich noch besser, ne? Da kann ich alles essen. Deswegen freue ich mich schon sehr darauf. Ich fange jetzt an mit dem Tiramisu. Ach ja, und Silvester sind wir ja meistens, das ist das auch noch, Silvester sind, gehen wir entweder aus oder sind zu Hause, aber ich feiere das eigentlich, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal mit meinen Eltern zusammen gefeiert habe, als ich Kind war oder so. Ja, und dieses Jahr kommen dann meine Eltern. Fertig, wie süß sehen die bitte aus? Sehr süß. Ein kleiner Hack sozusagen, falls euer Mixer auch danach immer so aussieht und ihr keinen Bock das habt, das so zu waschen oder nicht wisst, wie ihr das am besten wascht. Einfach Wasser rein und dann wieder mixen und das mixt sich sauber.
Okay, soweit so gut mit den Cake Pops. Aber erinnert mich bitte, das nie wieder mehr zu machen. Nie wieder mehr. Hallo, ist das eine Arbeit? Ich kann jetzt schon nicht mehr. Was heißt, ich kann jetzt schon nicht mehr? Das sind 1000 Schritte. Immer warten auf Kühlung und ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Aber jetzt will ich es natürlich fertigstellen. Das habe ich gebastelt, weil ich keinen Ständer habe. Da ist Styropor drunter. Da habe ich die hier so aufgespießt. Das sind nur welche mit dieser Vegan-Schokolade, die ich das so gern mag. Sieht zwar nicht so perfekt aus, aber ich denke, das ist auch ganz süß. Hat auch was, so ein bisschen Struktur. Den Rest werde ich einfach mit schwarzer, also mit Bitterschokolade überziehen. Ja, aber jetzt müssen die auch nochmal kühlen. Es ist vollbracht. Sie sind Gold und Silber. Mehr oder weniger. Kein Bock mehr. Da sind noch Reste. Ich werde die einfach einfrieren. Irgendwann, wenn ich Bock drauf habe, habe ich sie dann schon und muss sie nur noch dippen und dekorieren. Das war das Glitzer, das ich benutzt habe hier. Silber und Gold. So Glitzerstaub. Das habe ich einfach mit einem Pinsel zur Hebe, aber gewaschen natürlich, benutzt. Hat gut funktioniert eigentlich. Aber, weiß nicht, also es sieht schon cool aus jetzt so, aber ist natürlich cooler, wenn man so Sprinkles und so Kram drauf macht. Perlen und so sieht es viel schöner aus als das hier, aber egal. Ich habe auch schon eins probiert, es schmeckt okay. Ich habe vergessen, dass irgendwie Cake Pops gar nicht so cool sind vom Geschmack. Die sind halt so, so pappig halt, ne? Dadurch, dass sie so gepresst sind. Weil eigentlich ist mein Kuchen ist genial. Er ist sehr fluffig und saftig gewesen. Und jetzt habe ich ihn eigentlich so ein bisschen ruiniert. So. Ja. Jetzt habe ich es einmal gemacht. Abgehakt. Dann sogar noch in 2017. Und ich mache es nie wieder mehr. Erinnert mich. Cake Pops für den Arsch. Mutti ist da und wir kochen die ganze Zeit. Hab schon ein paar Sachen fertig. Das hier zum Beispiel. Das war jetzt zum Essen. Wir haben Pigs in Blanket gemacht. Natürlich vegan Wurst. Meine Mutter macht so frittierte Zucchini-Puffer. Okay, mein Papa ist jetzt da. Und hier sind das ganze Buffet. Guck mal, meine Mutter und ich. 6 Stunden. Das hier sind die 2018. Süß, oder? Mit Glitzer und Puderzucker. Lumpia. Dann Kartoffelsalat, den habe ich auch schon mal gepostet. Mit Trüffelöl war das. Hier sind so, wie heißt es? Tena, ich weiß nicht, wie das heißt. Diese Olivenpastete wie Pesto. Tepanade. Ja, genau, Tepanade. Tiramisu im Glas, wisst ihr ja. Schokoladenerdbeeren, vietnamesischer Nudelsalat und Antipasti, also gegrilltes Gemüse. Ja, so geil. Das ist mein Dream-Buffet eigentlich. Achso, und das sind gefüllte Champignons. Das waren, habe ich vorhin gezeigt. Das hier ist Gnocchi und Basilikum, Tomate und Oliven. Und das ist Quinoa-Salat. So, und jetzt können wir essen. Peaches spinnt schon rum, das spielt gerade mit seinem Ding. Da. Bis jetzt machen ihm die Knaller nichts aus. Er ist ja nicht so ängstlich, sage ich mal. Ich weiß nicht warum. Mal sehen, wie es dieses Jahr ist. Das verändert sich immer mal. Ah ja, ist deine Zahnspange wieder, ja? Und hier Kindergeburtstag. Da, Happy New Year. Oh, das ist eine Hibiskusblüte. Na ja, schön. 2019, oder was? Peach. Peach Pie. Jetzt mal Blei gießen. Was nimmst du für eine Form? Ich nehme den Champignon. Welche ist Champignon? Da, so ein Pilz. Das? Ja. Danke. Ich nehme die Krone. Ist das Krone? Ja. Oh, die sind diesmal nicht hohl. Echt? Oh, okay, cool. Normalerweise sind Dann nehme ich ja. Die Uhr, weil ich dieses Jahr immer so pünktlich war. Ach, das ist Wachs. Wachsgießen machen noch wir. Besser. Ja. Besser als Blei. Vergesst, es geht ja viel schneller. Das ist gut. Viel besser mit dem Wachs. Noch nicht. Ich schon geschmolzen. Erst wenn es komplett geschmolzen ist und dann mit einem Schwung ins Wasser rein. Wie ein Löwe auch so. Ja, wie ein Pferd ist so. Zeig mal dein Papa. Deine ist wie ein Baum. Der Dose. Das ist immer das Gleiche. Ja, so. Nie gibt es die Sachen. Also das kam bei mir jetzt raus. Das kam bei mir jetzt so ein Adler. Hier zu spät. Es reicht. Rein. Mal sehen, was Adler bedeutet. Wir gucken jetzt so, weil das gibt es halt nicht immer. Rein. Adler. Neue Sichtweisen.
war. Hier, seht ihr es auch? Wer das ist? Warte mal, dahinter ist es so. Trump. Erkennt ihr das? Wo denn? Mein Papa mag das Tiramisu im Glas. Und Peaches sucht immer wieder nach Essen. Nein, er will immer zum Buffet. Der will diese Piggies im Blanket. Dabei ist es kein echtes Piggy, Peach. Guck mal, wie er zuguckt. Ich mach gar nichts. Ey, Peaches. Nein. Du bleibst da unten. Oh je, jetzt kommen die ganzen Rituale, Aberglauben von meiner Mutter. Ja. Auch die 12. Das hat auch alles so. 12 Trauben schlucken nach 12, ne? Oder was? Oder genau während, um 12. Oh Gott, genau bei 12 muss man 12 Trauben schlucken. Hier ist Peaches unterm Tisch. Der will die ganze Zeit raus. Bescheuert. Es ist laut, aber er will raus. Er will das sehen. Weil wir jetzt gerade draußen ein Lagerfeuer machen. Deswegen bin ich auch schon eingepackt, wobei es gar nicht so kalt draußen ist heute. Aber es ist sau windig, deswegen habe ich mich doch eingepackt. Sicher, sicher. Und dann gehen wir raus jetzt Lagerfeuer und ein bisschen Feuerwerk gucken. Ohne Unfall bitte. Hier sind meine Trauben, die ich esse, wo die spinnt. Ich wollte euch noch mal kurz mein Outfit zeigen. Das ist jetzt schon Stunden her, aber egal. Ich habe dieses Kleid nämlich an. Das habt ihr vielleicht auch gesehen in meinem, wie habe ich es genannt? Party-Outfits-Video? Ja. Dieses Bordeaux-Rote. Das kam nicht so gut rüber in der Kamera, aber jetzt kommt die Farbe ziemlich genau. Also es ist ja so ein Bordeaux-Rot. Es hat hier so einen Schlitz. So einen krassen Schlitz eigentlich, aber den sieht man kaum. Nur ab und zu mal. Und der ist hier so verknotet. Ich mag das ganz gerne. Hinten hat es halt so einen Ausschnitt. Das ist ein bisschen blöd jetzt. Mein BH ist auch nicht der beste, aber egal. Trage ich so einen Choker von Urban Outfitters. Ich liebe den so. Der glänzt so schön. Diese sind so Strasssteine, die extrem einmal glänzen. Und dann noch ein bisschen mehr Strass an meinen Beinen. Das ist eine Strumpfhose von Calcedona. Gell? Calcedona ist es, glaube ich. Und dann meine schicken Puma ausschlappen, toll, gell? Aber wir sind ja nur zu Hause. Wäre ich jetzt rausgegangen, hätte ich nämlich diese Schuhe noch getragen. So wäre das. Also meine Mama und ich, wir haben definitiv viel, viel zu viel Essen gemacht. Das nächste Mal werde ich das so machen, dass wenn wir nur so wenige sind, dass wir die Portion mal 2 berechnen plus noch mal 2. Genau. Oh, so viel Reste. Das tut mir schon so ein bisschen weh. Aber gut, wir werfen es ja nicht weg. Wir essen die Reste natürlich die nächsten Tage und die sollen den Kram noch mitnehmen. Bitte mitnehmen. Genau, dann ist es nicht verschwendet natürlich. Aber alles war super lecker. Das war mein, das war das Epic Veggie Buffet. Zumindest für mich. Also so hätte ich mich voll gefreut, wenn ich irgendwo gewesen wäre und ich hätte dieses Buffet gesehen. Das ist nämlich alles genau nach meinem Gusto. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Jetzt geht's wieder ganz normal weiter. Ja, ihr könnt mir sehr gerne eure Videowünsche noch in die Kommentare schreiben, wenn ihr mögt. Was ihr gerne sehen wollt in diesem Jahr, so mal was ganz Neues vielleicht. Oder was weiß ich, was wollt ihr wiedersehen oder mehr sehen vielleicht. Worauf freut ihr euch am meisten oder welche Videos schaut ihr am liebsten? Vielleicht außer den Vlogs, weil... Ja, das denke ich mal, davon gehe ich aus, weil ihr guckt es ja jetzt gerade auch, sondern halt andere Dinge, was soll ich noch machen? Ja, schreibt mir das sehr gerne, sehr, sehr gerne in die Kommentare, ich bin sehr offen dafür und wir sehen uns dann wieder. Ja, tschüss.